jetzt gerade am Bau der Bühnen. Da sind wir gut in der Zeit, damit wir morgen um 14 Uhr dann soweit sind, um mit der Technik, Technikaufbau beginnen zu können. Schreibt man mal im Vorfeld viele Ablaufpläne natürlich, damit dann die pro Bühne, lassen wir einen Schichtbetrieb beiseite, aber pro Schicht rund 60 Arbeitskräfte, Techniker wissen, was sie zu tun haben. Gibt es viele Abklärungen im Vorfeld, Ablaufpläne, aber nicht zuletzt eine große Portion Flexibilität, um dann vor Ort nochmal reagieren zu können. Was hier natürlich sehr angenehm ist auf einer Rennstrecke, man hat halt viele Betonflächen, wenig Wiese oder so, was an anderen Orten natürlich schwieriger ist. Also sprich, hier kann auch das Wetter mal schlechter sein. Man kann das ganz gut verkraften. Wir werden am Sonntagabend natürlich noch bis spät in die Nacht oder Montagmorgen früh mit dem Abbau der Technik beschäftigt sein. Am Montag ist dann hier, geht alles weitere infrastrukturell raus und wir werden auch dann irgendwann gegen Montagnachmittag soweit sein, um weiterzureisen zur nächsten Baustelle.